So, hallo. Heute sind wir wieder dabei Ja. bei Tattoos in Berlin in der Uni. Und heute spreche ich mit. Ich bin Lisa. Hallo Lisa. Ja, vielleicht magst du uns erzählen, wo möchtest du anfangen, mit welchem Tattoo? Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal chronologisch vor. Also die Feder, das war mein erstes Tattoo. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Bei mir war es ursprünglich so, dass ich ganz am Anfang eigentlich eine ganz andere Tattoo-Idee hatte und mir ganz viel Zeit damit lassen wollte. Und eine Freundin von mir, die hat immer alles super spontan gemacht. Und ja, ich hatte dann halt irgendwie so ein bisschen eine schwierige Phase in meinem Leben. Ich habe dann plötzlich einfach ein Bild von der Feder gesehen und ich wusste, was ich jetzt gerade brauche und möchte, ist einfach Leichtigkeit und mit mir so in der Balance sein. Und das hat einfach für mich bedeutet und dann habe ich es sofort gemacht. Und dann kurz danach, ich hatte ganz viele Jahre eine Tattoo-Idee halt für den Rücken. Das sollte die Göttin Ischel sein, ist eine Maya-Göttin. Und dann halt so ein bisschen kombiniert mit Elementen der Yoruba-Göttin Iemanjá aus Brasilien. Das kann ich dir dann jetzt auch einmal fix zeigen. Das war dann, was danach kommt. Ist für mich halt einfach so, ich liebe die verschiedenen Repräsentationen von Weiblichkeit in verschiedenen Kulturen, sag ich mal. Und als nächstes kam dann halt Schlange mit dem Apfel. Das ist jetzt gerade fertig. Man sieht auch, dass es halt noch Heilt. am Heilen ist. Und das symbolisiert halt für mich eigentlich einfach Lebenskraft, was natürlich auch was mit Sexualität zu tun hat. Und gerade weibliche Sexualität ist natürlich in so einer Gesellschaft, wo wir leben, manchmal so ein bisschen mit Tabus behaftet und generell viele Werte, die ich einfach mit mir selbst als Frau assoziiere, stecken da drin, die vielleicht nicht unbedingt immer so einen Platz in der Gesellschaft haben. Gerade eben bei dem Tattoo mit der Schlange ist natürlich auch Schlange und Apfel ist ja so dieses halt so Sünde, Sexualität, bla bla bla. Aber für mich hat es auch so dieses, das Tattoo auch an die Stelle zu setzen, wo es halt jeder sieht, hatte halt eben viel damit für mich zu tun, so dieses ich entscheide als Frau über meinen Körper und habe damit einfach viel Kraft so für mich verbunden und würde halt deshalb, also ich studiere Anthropologie und würde einfach super gern eine Forschung machen zu Frauen und Tattoos und was es einfach für sie bedeutet, sich tätowieren zu lassen, halt vielleicht auch in der dieser ganzen Empowerment-Geschichte mit der Komponente eben über sich selbst zu bestimmen und für sich zu entscheiden, was ist für mich schön und wie möchte ich mich nach außen ausdrücken und was bedeute ich mir selber und wie möchte ich mich zeigen und genau. Cool. Und ja, hier ist dann halt noch die ägyptische Göttin Isis. Halt noch eine Göttin, also bei mir dreht sich halt immer alles hier so darum. Und die symbolisiert für mich halt einfach ja, Liebe, Vertrauen, Geduld, Mitgefühl. Und das war's so. Ein paar andere Sachen sind dann demnächst jetzt noch in Arbeit. Ich hätte hier halt gerne noch einen mexikanischen Schädel, weil ich lange in Mexiko war. Und es ist für mich so die Kraft der Transformation, der Veränderung. Und ja, es kommen noch ein paar. Cool. Und wo hast du die machen lassen, die Tattoos? Hast du da eine Empfehlung? Also alle woanders, das hier hat ein Freund von einer Freundin gemacht, der mittlerweile aber auch in einem Studio arbeitet und zu dem Zeitpunkt haben wir es bei ihm in der Wohnung gemacht. Und das hier, also kann ich wirklich empfehlen, der heißt Leo Acosta, der arbeitet in der Torstraße und der macht halt so ganz viele dieser naturrealistischen Sachen. Das, wo ich es auf dem Rücken gemacht habe, das Studio hat leider zugemacht. Das war am Ostbahnhof, glaube ich. Und das hier habe ich bei Pilo von Meine Katze und ich machen lassen. Das ist Pilo und Pilo Wermark von Meine Katze und ich. Ich weiß noch gar nicht mehr, wo genau das ist. Aber Bernauer Straße, glaube ich. cool. Ja, wow, vielen Dank. Das ist sehr, sehr spannend, gerade mit den Frauenfiguren. Und wie reagieren die Leute so? Du hast gesagt, du erzählst gerne auch von deinen Tattoos Also so. wenn die Leute mich fragen, dann erzähle ich immer gerne drüber, weil ich fühle mich damit wohl und es ist für mich ein Ausdruck meines Innenlebens mir selbst gegenüber und dann rede ich auch gerne drüber, ja.
Was hat deine Familie gesagt zu den Tattoos? Also, mein Papa mag Tattoos eigentlich gar nicht, aber das wusste ich nicht, als ich mit meinem ersten Tattoo angefangen hatte. Aber er sagt, an mir mag er sie, weil er bei mir weiß, ich stehe immer zu 100% hinter meinen Entscheidungen und dann wird das für mich auch so eine Bedeutung haben. Und meine Mama, die findet es so toll, die lässt sich dieses Jahr dann auch ihr erstes stechen und meine Oma liebt es auch. Also, die haben damit alle überhaupt kein Sehr cool. Problem, ja. Was wird deine Mutter kriegen? Steht das schon fest? Ja, sie möchte auch eine Feder und dann möchte sie gerne noch so einen blauen Morpho, diesen großen Schmetterling aus dem Amazonas. Wow, cool. Ja. Ja, vielen lieben Dank. Super spannende Geschichten und Gerne. vielen lieben Dank, Lisa. Gerne. Tschüss. Tschüss.